ganzen Spielnamen. World of Things. Das da. Fertig. Trovo noch ändern. Und wie ist es? Also ich bin gerade an Punkt. Da zieht sich das richtig lange. Also ich kriege irgendwie Reputation 15 und ich brauche 10.000. Also das auf Dauer ist ja ewig mit beschäftigt sozusagen. Also fahren wir ein bisschen Panzer. Dachte ich mir so. Möchten Sie die Geld ausgeben? Nein, wir wollen kein Geld ausgeben. So. Das steht auf World of Tanks. Das steht auf World of Tanks. Und hier auch. Super. Eine Hütte ist aus Stein. Na cool, das habe ich erst sehr spät gemacht. Das Aufrüsten auf Stein. Wo ich dann festgestellt habe, die Leute sammeln mir das Holz vom Kopf sozusagen. Also ich habe viel zu viel Holz verbraucht zu Anfang. Bis ich dann gemerkt habe, ich kann das alles upgraden und... Naja. Aktivieren wir das auch noch. Ja gut, aber irgendwie, glaube ich, verbraucht sich da trotzdem ein bisschen Holz. Weiß nicht genau. Damit du nicht in der Nacht erfrierst oder so, keine Ahnung. Ich glaube, da verbraucht sich trotzdem dann auch noch ein bisschen Holz. Aber ich bin mir nicht sicher. Und ich habe erst auf Stein gewechselt, wo ich schon... 10 Häuser hatte. Ja, dann ist ja gut. Ich habe festgestellt, wenn sie kein Brennholz haben, dann verbrauchen sie die Stöcker. Das klingt gut. Warum fährst du weiter?
Ja, ich meine, zu Anfang kannst du das ja noch alles alleine machen, die Felder bestellen und so. Also, da ist das ja noch alles gut überblickbar und so. Und ganz hinten schießt er. Der Boot. Danomek, hallo, willkommen. Na, da kann ich dir einen Tipp geben, wenn du Gold brauchst, stell diese Steinmesser her. Da brauchst du bloß Steine und Messer, Steine und Holzstöcke und das ist schnell gesammelt und dann verkaufst du die. Da habe ich zu Anfang auch mit Geld gemacht oder Beeren sammeln und die dann verkaufen. Du kriegst ja pro Biere ein Gold oder eine Münze. Sieg Pilsen war der schlechteste von den Punkten her. Vom Schaden her war ich im Mittelfeld. Wollen wir mit dem mal noch eine Runde drehen? Und in der Zeit können wir noch eine Crate verlosen.
Wo fahren wir jetzt hin? Wir doch mal hier lang, und zum ganz schön wenige, was hier lang kommt. Vielleicht können wir hier noch was machen. GG, dann Nomik. Wenn das denn mal laden würde, Grand Item Supply Drop, das da. GG. Bitte, bitte. Warten. Ja, schönen Abend noch, Tanja. Danke, dass du hier warst. Super, der fährt zurück. Die dumm. Hier steht bestimmt irgendwo ein Jagdpanzer, könnte ich wetten. War halt lustig. Zwei Stück. Thank you.
Kommt der denn her? Na, was wird das noch? Can we win this? Wait. AFK? Not completed the loading. Alexander, hello. I'm doing good. How are you doing? How was your Monday? Or is your Monday? Depending on time zone. Can we make it? Is our team capable? Yeah. 14 versus 13. One left. This AMX is left. Come on, guys, you must win. Go, go, go. I'm not. Alexander, thank you for 50T fuel. Thank you, thank you. That's a yes in the predictions. Where are the prediction? Close. Will someone donate 25 T-Fuel or more? Yes. Thank you, thank you, thank you. Very kind of you. So I'm not driving this tank, I'm spectating. Because my tank is destroyed. Come on, guys, you can do it.
Where he's going. Ja, man kann sich über manche nur ärgern, ne? Aber das sind halt die letzten beiden, die es noch umreißen können. Wir haben noch 3 Minuten. 3 minutes left. Our team has to do something. Because when not, both teams have lost the match. I think he goes to the enemy base and capture. Maybe it's enough time to do this. We have 2 tanks, so if they both get in the capture zone. And we only have 1 enemy, so we have better chances. But 2 minutes. Dang. No, I'm sure he lose because it's not enough time to capture the base and the enemy has a magazine with 5 bullets in it, so if he reloads he can easily destroy this Firefly, but when they not see each other, the time runs up and both teams lost. I cannot do anything, my tank is here, I'm destroyed in the enemy base. I have 3 kills, so I destroyed 3 tanks. This is my tank. Defective. No Firefly, stay alive. No team has won. Duelland. Danomek, du kannst halt lesen. Zerstören Sie in einem Gefecht mindestens 2 Gegnerfahrzeuge, die Ihr Fahrzeug beschädigt haben. Destroying 2 enemies. Who has damaged your tank before? Nice. And sorted by points, I am the second. Sorted by damage, I'm 1, 2, 3, 4. I'm the 5th. But sorted by experience points, I'm the 2nd. Because I was driving a tier 7 tank
and most of the other tanks was tier 8. Let's try again. I like this tank. It has a long reload, but when you hit the enemy in the right angle, you can damage them up to 890 damage, and some tanks only have 700 hit points. Some tanks have 1500, and that depends where you hit the tank. When you hit a weak spot where the armor of the enemy tank is weak, then you make more damage as when you hit a spot where the armor is really thick. Then it's possible you make no damage when you hit a hard spot. Come on, matchmaker, 1 minute. One shot machine, yes. For some tanks it's one shot. Here you see in my own team, the KV-2 here, this tank has 960 hit points. The Hellcat behind them has 800 hit points. The little tank here, T-37, has 650. It's not easy to hit these little tanks because they are fast. And also you don't hit your own team. In the best case you shoot at the enemies. Thanks for posting that code. Wow, nice. We already destroyed one enemy. It's not so cool. I'm visible. And I hope the artillery is not hitting me. Everyone can fire at me. But not everyone can. Oh. Go through my armor. But I have 10 hit points left. It's not cool. Yes, 10 HP.
It's not cool. Maybe I can hide in the bush. Maybe it was not so smart to go here. Try to damage some people. Only try. Nope. Xula, hello, welcome. Nope. This was a nope. Lost. And when you look, our team already got one kill, but the enemy team has 6 kills, so we lose this match. Anyway. Maybe someone wants coins. We can leave the match. We don't must watch this. We can use a different tank. This. We take this. Danome, guess it right. GG. Berlin. Where we go? We go here. I think. Let's try it here. Look what we can do from here. Hmm.
This match goes better. Where you are. This was not so good. I think we can do it. Seven versus six. Seven versus seven. Okay. Okay. That's not good. Hey, the full HP camper moves.
I think that's it. We lose this match. You cannot win every match. Can only hope that you have a better team and you are able to make more damage. Oh, what's oh? This is our artillery. I like artilleries. Hello, Mr. Ebiel. Why not? Why not? What? How? Impossible. From the thousands of crypto exchanges, I choose Gate.io because why not? I have no idea why I choose this. I saw it once and I cannot tell you why. Ich bin zufrieden damit. Ich kann ja Deutsch reden, du verstehst mich ja. Die haben mich noch nie betrogen oder so, also weiß nicht. Kann ich dir jetzt nicht genau beantworten.
Irgendwie in der Stadt gerade auseinandergenommen oder was ist das hier? Nice. Ja. Wie gesagt, ich glaube, das war ein Kriterium, dass die halt Tieffuel hatten und so, dass ich Tieffuel von meiner Edge-Note verkaufen kann und so. Die haben halt Tieffuel. Das war ein Kriterium, warum ich die genommen habe. Wie viele andere haben ja keinen Tieffuel und so. Komm on, fahr ein Stück zurück. Okay. Jetzt kommt auch noch ein Udes angefahren. Kommst du denn her? Okay. Scorpion hat geregelt. Ich meine, bei Binance, da habe ich mir auch einen Account angelegt, also da habe ich jetzt bloß keinen Reflink eingebaut. Bei Kraken bin ich nicht angemeldet. Oder Kraken oder wie man das auch immer schimpft. Sieht so aus, als ob wir das gewinnen. Zum Ohr, da kann ich euch nicht helfen, das ist hinterm Berg. Ja, falls du dich da anmelden willst, wäre total nett, wenn du meinen Reflink benutzt, aber musst du ja nicht. Wie gesagt, wäre halt nett. Ich habe da auch schon einige Sachen getauscht. Tieffuel gekauft, glaube ich. Oder nicht Tieffuel, Theta früher gekauft. Okay.
That was close, da hast du recht. Los, was willst du mit dem ganzen Tieffuel? Meinst du, das geht noch höher? Kann natürlich sein. Der Täter, das ist ja schon ganz schön abgegangen, ne? In den letzten Wochen. Von 40 Cent auf 70 Cent schon verdoppelt. So, was können wir denn noch Schönes fahren? Habe ich schon mal erzählt, dass ich Artilleries mag? Noch eine Crate verlosen? Schon durch, Mensch, GG. So, ich muss jetzt aber noch ein bisschen in Deckung fahren. Ja, bei mir war das halt das Ding, ich hatte meinen Täter auf Gpool.io und die haben das halt angeboten, da zu staken, wenn man noch keine 10.000 hat und so. Weil du brauchst ja 10.000 Täter, wenn du staken willst. Wenn du eine eigene Node betreiben willst. Und wie gesagt, bei denen ging das dann unter 10.000 und dann haben die das umgestellt und gesagt, nö, wir machen das nicht mehr, wir machen nur noch das Staking für 10.000. Ja, und dann habe ich mein Tieffuel da, mein Täter da ausgezahlt und habe mir auf GTO habe das umgetauscht in andere Währungen. Ah, vielleicht ein Fehler, aber was sollte das jetzt sinnlos rumliegen, ne? Dachte ich mir, weg damit. Ja, aber dann war das wahrscheinlich zu viel Aufwand, das immer auszahlen und so. Musste, denke ich mal, auch händisch gemacht werden. Und deswegen, ja, haben die das umgestellt, dass man da jetzt wirklich nur noch 10.000 staken kann. Ist natürlich trotzdem noch ein Vorteil, weil die haben halt so viel da gestaked, dass deren Guardian Node höheres Ranking hat, weil da so viel gestaked ist, ne? Aber ich habe halt keine 10.000, ich hatte glaube ich knapp 2.000. Die habe ich dann verkauft und in andere Kryptowährungen investiert. Schade eigentlich, also waren immer so, was hatte ich pro Tag? 2 Tieffuel glaube ich gekriegt. Ja, 10.000 sind momentan 7.000 Euro, ne? Oder so. Das musst du schon erstmal haben. Selbst damals, wo zu den Zeiten, wo ich angefangen habe, war ja Täter bei
23, glaube ich. Da hätte es trotzdem 2300 Euro haben müssen, ne? Das kommt echt drauf an. Wirklich, weil du je nachdem, wie viel du stakest, umso dein Ranking ändert sich ja, je mehr du stakest. Das heißt, andere, die mehr staken, haben höheres Ranking und kriegen dadurch auch mehr T-Fuel. Artinode, die kauft wie? Du kannst die selbst installieren. Das ist bloß Software. Hatte ich auch schon mal laufen lassen, bloß da braucht es dann halt, wie gesagt, 10.000 zum Staken. Das sieht schon wieder nicht gut aus. Wir verlieren das Game, das kann ich dir sagen. Schieß ihm Kette! Mann! Steht denn der Feigling hier neben mir? Gibt's denn sowas? Sekunden nach der Zeit. Ja. Aber wie gesagt, das mit dem, du hast da ein bestimmtes Ranking, wenn du 10.000 T-Fuel stakes, und die haben ja bei G-Pool.io, die haben da Millionen an Theta gestaked, das heißt, die Guardian Node, die kriegt viel öfter den Zuschlag. Hat an dem Block was verdient und so, weißt du? Das ist denn der Unterschied. Du machst mit 10.000 nicht so viel, wie du denkst. Weil, wie gesagt, du musst in dieser Priorität, also je mehr T-Fuel oder je mehr Theta gestaked ist, umso höher ist die Priorität, dass du bei einem Block erzeugen dabei bist und was kriegst. Und deswegen ist das auch eigentlich eine schlechte Idee, 10.000 Theta alleine zu staken. Das war schon eine gute Idee bei diesem G-Pool.io. Da sind, glaube ich, 12 oder 13 Täter T-Fuel pro Tag gekriegt, wenn du 10.000 hattest. Und war ja auch sicher, weil du konntest jederzeit das auch wieder runternehmen, ne? Das Staking beenden. Achso, okay. Ich kann noch mal erzählen, also das bringt nicht so mega viel, wenn du das alleine staken tust hier mit 10k, weil deine Guardian Node hat denn so ein schlechtes Ranking. Was kann ich machen? Vorschlag, wenn ich jetzt hier gleich tot bin, dann versuche ich dran zu denken, den Link mal in den Chat zu posten. Das meiste kannst du ja dann schon sehen, ohne dass du angemeldet bist. Welche Paare da gehandelt werden und so. Schieß ihm Kette, schieß ihm Kette, schieß ihm Kette.
Wobei bei Binance, da kannst du natürlich andere Kryptowährungen noch staken, aber da ist halt die Gefahr, wenn die da rumliegt, ne? Wenn die dann sagen, wir stellen mal eben unseren Betrieb ein, dann ist die Kryptowährung vielleicht auch weg. Das ist immer die Gefahr. Das ist immer besser, wenn man das irgendwie auf dem eigenen Wallet behält, ne? Könnte man zur Not um ein Review-Video machen, genau. Mensch, was ist denn hier los? Not your keys, not your crypto. Richtig. Momentan habe ich da nur noch ein bisschen Kohle in Tron, in dieser Kryptowährung Tron. Wenn man da auch staken kann, ohne dass das dein eigene Wallet verlässt und so. Hat schon gut, ganz gute Vorteile. Ihn hier kalt. Okay, das kenne ich zum Beispiel gar nicht. Du kannst ja nicht alles kennen, also. Oh, jetzt schießen sie dem Kette. Gibt's das? Thank you.
Ja, okay, habe ich nicht gewusst. Kannst du mir mal im Discord deinen Link da schicken, falls das da so einen Link gibt. Ich lebe ungewöhnlich lange. Ja, bisher macht unser Team eigentlich relativ guten Job. Ja, schreib mir eine Direktmessage, genau. Schon 2600 Schaden ausgeteilt, eigentlich gar nicht schlecht. Können wir hier noch was machen? Ja, schick nicht zu viel. Nachher denke ich, du bist so ein Werbebot und block dich. Wenn ich mich nicht mehr daran erinnere, weil ich gesagt hat, ja, du kannst mir was schicken. Du musst ja bloß in manchen Discords sein, dann kriegst du ständig Nachrichten, ne? Von irgendwelchen Leuten, die dich irgendwo hinlocken wollen. Ja, können wir es noch schaffen, 9:9. Aber der ist zu schnell.
Welchen Usernamen kenne ich? Dein? Meinst? Die feige Ratte steht hier bloß rum. Warte mal. Ja, dein Username. War mir dann auch schon klar, nachdem ich gefragt hatte. Also manche Fragen beantworten sich selber. Sekunden Reload-Time. Oh. In der Zeit sind alle schon wieder unsichtbar, ja, wusste ich. Dann weißt du eben nicht, ob die stehen geblieben oder wie vorgefahren sind. Oh, nice. Ich habe bloß noch einen Mumpel, einen Schuss. Ding. Schade. Schade, schade, schade. Das hätte noch was werden können. Muss mich erstmal bei Binance einloggen. Teil 2-Faktor-Token. Okay. Empfehlung, ja, das gibt's. Lade Freunde ein. Standardlink. Der. Mal kurz, ich muss mir das mal größer machen. Kopieren. Das antworte ich dir dann gleich mal hier in dem. Dann kann ich mich hier auch wieder ausloggen. So ausgeloggt.
lasse das einfach mal offen und gucke mir das mal an, wenn ich Zeit habe. So, was haben wir denn hier Schönes? Unterstützer. Eine Gore-Medaille. Verursachen Sie mehr als das Achtfache der Strukturpunkte Ihres Fahrzeugs. Ich habe 4800 Schaden ausgeteilt. Leicht Minus gemacht. Für tapfere Gegenwehr noch ein bisschen Kohle gekriegt, aber hat nicht gereicht. Nicht gereicht. Probieren wir noch mal. Noch ein bisschen Chat-Spam machen. Man siehst ja, ist schon ein bisschen hochgegangen, 51% Chat. Jetzt scheitert es nur noch da dran. Ich könnte wetten, wenn ich den Chat oben habe bei 100%, dann ist Viewer Engagement wieder runter. Irgendwas ist ja immer. Kann ich auch gleich fragen, hast du schon Coinbase-Account? Weil bei Coinbase, da kannst du gewisse Kryptowährung hier mit Fragen kriegen, ne? Ganz umsonst. Guckst dir ein kurzes Video an und dann kriegst du ein bisschen Kryptowährung. Die stellen halt neue Kryptowährung vor und die ersten paar Coins, die kannst du da umsonst. Wert von $5 oder so was. Coinbase fasst nicht an. Okay. Gibt's da Gründe für? Achso, Krypto-Faustsitz. Achso, naja. Aber da kriegst du nicht so schnell $5, ne? Also ich habe mit denen auch noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. JDMP, hallo, willkommen. World of Tanks, yeah.
What? No splatter damage. Impossible, Cheetah. Sometimes I like World of Tanks. One shot. For that I wasn't fast enough. Come on, Leopard, where are you? Oh. Nice. Ja, manchmal ist die Nachricht dann irgendwie zu lang und das ist doof. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Das hatte ich auch schon. Hast dir so viel Mühe gegeben und schreibst dann ganz Roman und dann nö. Einfach denied. Okay, trägt meine Bitcoins. Ich habe gar keine Bitcoins bei Coinbase. Aber gut zu wissen, wenn das wirklich stimmt. Okay. Ich meine, ich habe da auch nicht viel rumliegen, ne? Ich habe da jetzt ein bisschen Krypto gesammelt. Durch diese Videos, also ich glaube 10 Euro wert oder was darum liegt. War gut zu wissen. Und in dem Zeitalter, wo man sich jetzt Bewertungen auch schon kaufen kann und so,
bin ich da jetzt nicht drauf gekommen, gleich irgendwo bei Bewertungsportalen zu schauen und so. Ja, muss auch nicht immer stimmen, wenn die jetzt gute Bewertungen haben. Aber gut zu wissen, wie gesagt. Boom, kaputt. Vielleicht sollte ich hier auch wegfahren. Sonst werde ich von den anderen noch überrumpelt. Mal rechtzeitig die Flucht ergreifen. Das Schöne ist die Ami-Art, die hier. Die fährt schön schnell. So kann man damit dann auch noch ein bisschen rausreißen. Na, das ist natürlich Shit. Gar nicht ran. Ist doch kacke. Got him. Und die haben Hot Wallets nicht mal entwickelt. Ja lol, das ist ja voll die Verarsche, ne? Na, das kann ich eigentlich nicht berichten. Ich habe da noch die ein oder andere Wechselstube, wo ich mehr bezahle. Da hatte ich denn schon bei Coinbase weniger Gebühr. Vielleicht habe ich nicht die richtigen. Bin da jetzt auch kein Experte oder so. Ein paar so eine Tensors habe ich mir gekauft bei Coinbase und dann
mein eigenes Hardware-Wallet rübergezogen zum Staken und ja, weiß ich nicht, ein paar andere Coins. Weiß gar nicht mehr, was ich da alles gekauft habe. Aber auch gleich meistens runtergezogen, damit das da nicht ewig rumliegt und ja, bringt ja nichts, wenn das da rumliegt, ne? Kriegst ja nichts für. Und wie du sagtest, nicht, sind nicht deine Coins, solange du nicht irgendwo einen eigenen Wallet hast. Ja, ich meine, so ein bisschen hobbymäßig gucke ich mir das auch an, weil ich habe damals mal überlegt, wo der Bitcoin bei 5 Euro stand, mir 100 oder für 100 Euro Bitcoins zu kaufen. Hätte ich mal gemacht, ne? So ein Scheiß. War wieder zu faul, da so eine Buchung zu machen und ich hatte die 100 Euro über und dann wären 20 Bitcoins gewesen zu der Zeit. Ärgert man sich? Die Platze. Ich habe auch damals Bitcoins gemeinert mit Grafikkarte, wo sich das noch gelohnt hat. Aber leider ist diese Zeit alles vorbei und heute muss man gucken, was da überhaupt an Coins und Scam-Coins alles gibt, ne? Es gab keine so schlechte Position, wo er da steht, ne? Der ist auch viel zu schnell. Ja, ich hätte mal die 20 Bitcoins kaufen sollen damals, aber das kannst du. Nicht mehr rückgängig machen. Sind halt so Fehler, die man macht und hätte man eigentlich nicht machen müssen. Naja. Aber das konnte ja keiner wissen, ne? Ja. Der wusste das damals auch nicht, dass sich das denn nochmal so entwickelt. Da hätte jetzt ein Einfamilienhaus für gekriegt.
Kann man nie alles wissen. Vielleicht geht doch mal Theta durch die Decke. So richtig durch die Decke. Also 1 Euro halte ich schon für realistisch. 2 vielleicht auch. Wird da runtergepackert. Ja, die versteckt sich auch schon hier. Ja, bloß die 10.000 Bitcoin, die hat er in der Zeit wahrscheinlich auch in der Woche gemeinert oder so, ne? Dass sich das gegen Pizzageld gerechnet hat und so. Stimmt, irgendwo ein Student, der im Rechenzentrum von der Uni sich die zusammen gemeinert hat, nicht mal selber das Stromgeld bezahlt hat. Das wisst ja alles nicht, ne? Ja, die haben oder nicht haben, ne? Die 97 Millionen Euro. Aber was würde man sich davon kaufen? Einen unanständig teuren Computer habe ich. Nie wieder arbeiten, das ist richtig. Musst du in Würste fett und stirbst in 10 Jahren nach einer Herzverfettung. Hast du aber viel von deinem Geld gehabt. Alles immer sein Gutes und Schlechtes, wenn viel Geld hast oder so, denn findet sich einer, der deine Familie bedroht und Erpressung macht und so eine Sachen. Wenn du kein Geld hast, macht das halt keiner. Wozu? Das lohnt sich ja auch gar nicht. Bürojob ist auch nicht so, und ja, richtig. Du hast ja schon recht irgendwo. Da hast du recht. Das Leben ist nun mal ungesund, ne? Meistens endet's mit dem Tod. Nö, da steht eine Art hier rum. What? What? Wollte gerade sagen. Ja, das ist das Problem. Du darfst niemanden wissen lassen, also kannst du doch gar nicht richtig genießen, wenn das so betrachtest. Wie gesagt, dann kommen die Trittbrettfahrer, die dich
erpressen wollen und wie sich was alles. Die kannst du dann auch nicht gebrauchen. Hier kann ich ja gar nicht runterfahren. Penetration. Enemy armor is destroyed. Ist du heute schon 3 auf der Uhr? Mann, das geht ja heute wie geschnitten Butter. Darauf hat der Jackson bloß gewartet. Eigentlich wie geschnitten Brot, aber vielleicht habe ich mich da verquatscht. Butter schneidet man ja eigentlich nicht. Ja, das war eine gute Runde, aber das ist auch ein Premium-Tank. Habe ich umsonst gekriegt, weil ich schon so lange bei World of Tanks angemeldet bin. Ja, ne? Das passiert halt selten, dass ich so eine guten Runden habe, dass ich so viele Kills auf der Uhr habe. Können wir nochmal die Artillerie probieren, die noch ein bisschen besser zu machen hier. Das Leben ist kein Pony-Schlecken, ja. Das passt schon, ob du isst oder isst, schreibt, das kriege ich schon hin. Maybe anyone wants a crate? Guess the number. Erstmal Danomek, nicht nur dich. Ich könnte ihn auch immer durchdrehen.
meine, ich vertippe mich auch mal, wenn ich irgendwie E-Mails schreibe oder so, aber meistens ist das denn, wenn ich zu schnell tippe oder so, oder ich Buchstaben verwechsle. one second, JDMP, Gift Item. Sehr sind Gift. Oh, what's going on here? Dang! Hey Ben, hallo, willkommen. How is it going? Ja, passiert schon mal, ne? Wie gesagt, so Buchstaben zu viel und so, das passiert mir auch. Aber zu wenig. Schon wieder nicht so gut aus. Gar nicht gut. Der hat mal gesessen. Die sind ja richtig fix mit 4 Monate. Alles tot, alles tot. Der Löwe denkt, er steht sicher.
Ah, fährt jetzt auch wieder Tap-Taxt. Gut. Wir sind erledigt. Raus hier. Normalerweise würde ich mich ja total ärgern, aber was soll's. Richtig. Let's try again. Du hast schon so viel geschrieben, du brauchst eigentlich keinen Emote-Spam mehr machen, weil der zählt ja nur 20 Nachrichten, glaube ich, pro 10 Minuten oder irgendwie so. Mal 10 Nachrichten pro 10 Minuten. Oh damn, I forgot to start a new instant campaign. Ja, okay. Ich meine, vielleicht hilft es ja trotzdem irgendwie, ne? Ist ja die 51% da, die sind fast wie festgenagelt. Ja, ich habe vergessen, eine Kampagne zu starten. Ist dir auch gerade durch den Kopf gegangen, ne? Ich glaube um 12 Uhr, also 0 Uhr irgendwas ist die ausgelaufen, die letzte Kampagne. Aber jetzt bin ich auch nicht mehr so lange on. Dass sich das noch lohnen würde oder so. Lohnt sich halt nicht mehr. Schon wieder so ein dummes Gefühl, dass hier auf der rechten Seite alles verloren ist. Ich meine, die haben das schon cool gemacht bei Incense jetzt mit Sound und so, ne? Also
Aber ich habe diesen Swordbot, den habe ich ausgeschalten, weil ich brauche diese Chat-Interaction. Deswegen dachte ich, wir schalten das mal aus, die paar Kröten, die dadurch verloren gehen. Aber irgendeiner schreibt es dann hoffentlich rein in den Chat und so, und dann habe ich wieder ein bisschen Chat-Interaction. Oh, siehst ja, das brauche ich am meisten. Alles andere ist voll. Dank ein paar Hosts. Na toll, jetzt fährt hier ein EBR lang. FC Time, hello, welcome. Ich glaube, nach dem Match höre ich auf. Das ist doch schon wieder zu kotzen. Jetzt rege ich mich langsam auf. Und wie ich sagte, die rechte Seite ist komplett am Arsch. Vielleicht heißt das das auch. Wer weiß, wer weiß. Ist und so gleich vorbei. Gleich sind sie da. Die M40 ist schon geflüchtet. Wer bist du denn? Drüber geschossen. Sie haben uns. Raus. Dang. Lost. But anyways. So, there is no stream tomorrow. Next stream is on Wednesday. Let me draw the raffle. Write instant codes in chat. Charlie, don't forget to start a new campaign. We don't have 618 follower at the end of the stream. Check out the grand giveaway and good luck everyone. 3, 2, 1.
Phyrexius One. Heike is hit. No stream tomorrow. Next stream on Wednesday. Please stay in chat. I wait somebody. Thanks for watching. And bye bye. Arrivederci. Tschüss. Dasvidaniya. Auf Wiedersehen.